Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Dr. Helmut Marko hat bekannt gegeben, dass Honda zum großen Preis von Italien einen neuen Motor bringen wird, damit die Lücke zwischen Ferrari und Mercedes geschlossen werden soll. Wie viel PS das neue Aggregat bringen soll, ist noch unbekannt. Nächstes Thema. Ab 2021 wird die Formel 1 sogenanntes E-Fuel einsetzen, die eine bessere Kohlenstoffdioxidbilanz als Elektroantriebe haben. Dieser synthetische Kraftstoff soll im Reglement eingebaut werden, bevor man ihn noch in diesem Monat vorstellt. Dieser Sprit ist so gut wie CO2-neutral, weil bei der Herstellung der Brennstoffe fast so viel CO2 in der Atmosphäre gebunden wird, wie später bei der Verbrennung. Man möchte sich nach und nach von den fossilen Brennstoffen verabschieden. Nächstes Thema. Williams wird beim großen Preis von Kanada ein neues Upgrade-Paket mitbringen. Teamchefin Claire Williams meint, dass es zwar Licht am Ende des Tunnels gibt, aber es noch Zeit braucht, bis sich die Bolidenleistung verbessert. Die Briten konzentrieren sich nicht wie Ferrari bereits auf das 2020er Auto. Man möchte die Lücke zum neuntplatzierten Team noch im Laufe der Saison schließen. Bestätigt ist auch, dass Formel-2-Pilot und Testfahrer Nicolas Latifi bei seinem Heim-Grand Prix das erste freie Training fahren wird. Er übernimmt das Cockpit von Robert Kubica und wird als möglicher Nachfolger des Polen gehandelt. Abgesehen von Kanada wird der 23-Jährige an 5 weiteren Freitagstrainings zum Einsatz kommen. Nächstes Thema. Renault denkt drüber nach, 2020 ein Qualifying-Auto zu bauen. Das bedeutet, dass die Franzosen den Fokus mehr auf die Qualifikation als auf das Rennen setzen. Da auf manchen Strecken kaum bis gar nicht überholt werden kann, ist eine Startposition umso wichtiger. Sie arbeiten bereits am Konzept des 2020er Autos. Dinge wie die Getriebeübersetzung oder den Anstellwinkel des Boliden können jetzt noch verändert werden, da man das vor der Saison festlegen muss. Mit Podiumsplätzen und Angriff auf die Top-3-Mannschaften wird 2019 nicht mehr gerechnet. Teamchef Cyril Abiteboul rechnet 2021 mit besseren Chancen als jetzt, da dort das neue Reglement kommen wird. Die Entwicklung für 2021 soll jetzt schon beginnen. Nächstes Thema. Der CEO von Toyota, Pascal Vasselon, hat die Möglichkeit, ab 2021 ein Projekt als Motorenlieferant in der Formel 1 zu starten, nicht verworfen, da es günstige Motoren geben wird. Einige Kunden hätten Toyota bereits angesprochen, aber es sei noch zu früh, um Einigungen zu erzielen. Nächstes Thema. Zum Schluss noch eine gute Nachricht für Vettel-Fans. Er hat nicht vor, die Formel 1 zu verlassen, weil er immer noch Spaß am Sport hat und mit Ferrari noch etwas zu erledigen hat. Sie werden alles versuchen, um in dieser Saison eine Wende zu schaffen. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.